Der letzte Part hat alles verändert. Wirklich alles. Ich bin bereit, Leute. Fucking hell, Alter. Der Typ hat mich vor einigen Jahren zerstört, meine Träume vernichtet und nun werden wir hoffentlich dem Boy zeigen. Es kommt Rockslide, ich wusste es! Ich wusste es! Du kannst so eine Scheiße, Alter! Franz! Fucking Franz! Leck mich, Alter, was ist das? Was ist das? Kannst du mir nicht erzählen, dass jemand hier den Eispunch jetzt macht? Ne, ich sag nur eisernen Schlag. Und, oh, das könnte reichen. Was machst du? Nose. Humiliation. Thanks to Surfer. Komm schon, Alter, das ist speziell. Multikill. Shit, Alter, Mann. Double kill. Nein! Nein! Jetzt drücke ich Recover natürlich, ne? Der postet uns jetzt so weg, Alter. Der pusht kräftig, bitte. Bitte! Bitte! Ultra Kill! Denk das, Mike! God. Mike! Unstoppable! Die einzigste Möglichkeit, die uns blieb, war das Gillette. First Turn aufwacht und uns rettet. Wir brauchten ein Wunder. Ja! Gillette! Come on! Ja! Du bist unser fucking MVP! Du überlebst die Scheiße und rettest uns! Tu it! One hit! One hit! Gillette, Alter! Ich liebe dich! Gillette! Mein Gott! Du kriegst das hin, Alter! Leute, wir können das noch schaffen. Ich hab ehrlich, nein. Hariyama, es kann nicht sein, dass wir es noch geschafft haben. Das kann nicht fucking nochmal sein, dass wir es noch geschafft haben, ey. Ja! Mann, ey! Oh! Hi Leute, da sind wir wieder, hier in Ebenholz City bei einem weiteren Part von Pokémon Storm Silver. Egglock Edition, guys. Wow, was war das für ein Kampf im letzten Part? Also wer den verpasst hat, bitte guckt euch den an. Alter. Die Reaktion in den Kommentaren war ebenfalls, ja, ähnlich wie meine. Also ich habe damit ehrlich nicht gerechnet. Ihr seht es vielleicht am Rahmen schon. Unser Team ist komplett im Arsch. Das einzige Pokémon, was wir noch haben, ist hier Gillette, Beast Boy und China-Nudeln, was ich Level 30 gebracht habe und jetzt mit Hilfe eines Sonderbonbons entwickeln lasse, damit wir, ja, drei Pokémon haben. Drei Pokémon, Leute. Ich könnte noch ein viertes mit ins Team nehmen, was wir auf der Box haben, beziehungsweise sogar fünf. Wir haben noch einen Drache dort und einen Glumanda. Aber ich finde, wir müssen uns erstmal von dem Rückschlag ein bisschen erholen. Und China-Nudeln sollte eh ins Team, habt ihr gesagt, wolltet ihr, und deswegen wird China-Nudeln ins Team kommen, Leute, und ja, ich hoffe, nach einem großen Tief, was wir jetzt erlitten haben, kommt ein großes Hoch, von daher, hoch, Mr. China-Nudel, plus 0 Def, Alter, Aquatail willst du lernen? Junge, das ist doch nice, wusste ich gar nicht, dass er das lernt, 90er Power, das ist sehr krass. Wir machen dafür Agilität weg. Wir haben Drachentanz. Da brauchen wir sowas nicht. Naja. China-Nudel.
Leuchte. Da ist unsere Frühlingsrolle, Leute. Dragonier ist in unserem Team und... Woo! Irre geiles Pokémon. Ich mag Dragonier sehr. Sehr, 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 sehr. Und für alle Leute, die jetzt sich gefragt haben, ey, yo, was ist mit den ganzen, Challenges, Leute? Ich habe viele Kommentare gelesen, wie zum Beispiel auch bei John Schnee. Yo, wirf eine Münze, ob er wieder lebt oder nicht, weil er ist fucking John Schnee. Oder nimm Eiswürfel in den Mund und sonst was. Und... ich werde zwei Challenges machen, zwei Stück. Eine für John Schnee, eine für Mike. Weil für die anderen hat sich nichts Gutes angeboten. Ich werde es aber im nächsten Part machen, weil heute habe ich schon geduscht. Ihr könnt euch schon denken, was es wird. Leute, wisst ihr was? Ich habe gerade Zeit, ich habe gerade Lust und meine Klamotten gehören auch mal wieder gewaschen, oder? Also ich würde sagen... Da wird auf jeden Fall Zeit für eine Runde jetzt, oder? Für eine schöne, ist es noch nicht ganz so kalt eingestellt, ich hoffe. Für eine schöne Dusche mit Klamotten. An den Kommentarschreiber, der erste Kommentar, der was hat. Ich finde und töte dich. Oh, jetzt ist es gerade schön angenehm, aber... Oh Gott. Ich bin gerade ein bisschen heiß, aber okay, zurück ins Studio. Ich kann es mir gar nicht. Ja, ich brauche Medizin. Gib mir Medizin, mein Freund, im Lighthouse. Da geht der Pokémon, das ist kurz vorm Sterben. Secret Potion. Danke, Alter. Danke. Danke, danke. Ist vielleicht im Mülleimer was? Nö, schade. Ich habe noch nie einen Mülleimer gehabt im Spiel, wo irgendwas drin war. Noch nie. Deswegen irre, irre sad. Kann ich jetzt hier noch so ein Foto machen, so? Ja, oh mein Gott. So ein Foto von vorher, nachher. Vor der Arena. 3, 2, 1, sagt alle Tschüss! Jetzt. Und Gillette ist immer dabei, Alter. Gillette ist immer am Start. Ich kann mir hier das Pikachu jetzt holen, wenn ich will. Das bringt mir aber nichts. Deswegen, also ich habe ja hier schon ein Pokémon gefangen. Da oben ist Suicune, da kommt Eugene dann zu uns. Der will ebenfalls gegen uns kämpfen. Ich hoffe, man kann hier jetzt rein in diese Safari-Zone schauen und vielleicht ein Pokémon fangen. Das wäre... Na, kann man nicht. Oh, Mann! Shit! Ich sollte vielleicht eine neue Route irgendwo noch. Wir haben nicht mal einen Pokémon-Surfer. Ach, ich bin okay. Oh Mann, nee, ich weiß nicht. Komm, wir holen uns das surfende Pikachu, dann können wir wenigstens surfen. Es ist unser VM-Sklave dann. Wir dürfen es nicht benutzen, aber wir haben es dann einem Team als Surfer-Pokémon wenigstens. Deswegen. Ja, komm, wir nehmen das Pikachu ins Team. Und wir haben ein Pikachu. Süß. mein Gott. Ich kann's. Was ist jetzt los? Achso, sie ist jetzt weg im Battlefront hier. Okay. Kann ich jetzt hier rein vielleicht? Nee, schade. Dachte vielleicht, oh, vielleicht ist sie ja da hinten. Nee, leider nicht. Wir gucken uns das Pikachu mal ganz kurz an. Fly und Surf hat das. Das ist mega Freumsklave. Wish, Thunderbolt. Das ist schon nicht schlecht, Leute. Ja, gut. Ja, wie gesagt. Strudelinseln können wir hin. Pokémon fangen, aber sonst... Surf auf ein fucking Pikachu, ey, wie krass ist das? 41, Moment. Moment! Bevor ich hier irgendwas wegschmeiße, haben wir nicht eine Karte irgendwo? Nö. Normalerweise war da auch immer in diesem Pokénav drin, ne? Pokegear, genau. Karte. Ach, Entireko Suicune können wir schon fangen. Ja, May. Ist ja nice. Hier ist 41. Moment, ich guck mal das mal an. Was ist denn hier? Hier ist 41. Ja, hier ist auch alles 41. Und da ist die Will Island. Da können wir hin. Da müssen wir hin, Leute. Denn da war das ein neues Pokémon auf uns. Und das wollen wir in unser Team haben.
Vielleicht finden wir auch ein Shiny irgendwo unterwegs, was wir dann so, hey yo, wir haben Shiny. Wir haben ein Shiny. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wir können das Ding töten, Level abgeben, aber wir können einfach fliehen. Wir können doch einfach fliehen. Guys! Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, ob ich vielleicht Jet gar nicht entwickeln soll. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oh, wow, Denise! Oh, fuck, Denise! Die hat Milotic! Aber ist kein Problem für unseren fucking Gillette, Alter. Gillette up die. Bam, tu it. Kein Problem für ihn, kein Problem für ihn. Was ist das denn? Captivate? Was ist das denn? Minus Angriff? Minus Spezialangriff. So, okay. Keine Ahnung, was das war, aber es war sehr merkwürdig. Amy hat da mit ihrem Arsch schon ein bisschen hin und her gewackelt und meint, mich hier irgendwie bezirzen zu müssen. Aber nicht mit Gillette, Leute. Nicht mit Gillette. Bugbite! Oha, das ist ein krasser Move, oder? 65 oder so hat er nur. 60 brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Move mit 60. Don't give up, habe ich gedrückt. Ich bin so ein Idiot. Give up! Thank you. Und damit haben wir Denise besiegt und können vielleicht in die Seeschorminsel, wenn die da schon sind. Ich weiß es gar nicht, ob die da schon sind, aber ich hoffe es ein bisschen gerade so. So, yo, lass die bitte da sein. Ich bin ein bisschen müde, vielleicht merkt man das. Komm schon, ja, vorbei. Nein, sag nicht, man kann hier noch nicht hin. Sag nicht, man kann hier noch nicht hin. Oh, ich brauche Whirlpool, wie es so aussieht. Und ich habe kein Whirlpool. Das ist natürlich richtig nice. Ich kann mal Dragonier nach vorne packen, damit wir mal das Debüt feiern können hier von den guten Pokémon, den guten China-Nudel. Vielleicht reißt es uns ja vom Hocker. Man weiß es nicht. Wingull. Wingull! Aber wir brauchen dringend eine Route, Leute. Sonst fliege ich gleich mal zur ersten Stadt. Oder so. Irgendwo da. Au, oh, oh, ich glaube, ich hab noch eine Route, wo wir noch nichts gefahren haben. Eine Route habe ich noch, wo wir noch nichts gefangen haben. Das heißt, wir werden heute auf jeden Fall einen Encounter bekommen. Das weiß ich noch, dass wir da nichts gefangen haben. Kara. Gold Duck. Oh oh. Die Ente süß-sauer. Wir haben eine Dragon Rage. Cross Chop! Physisches Gold Duck? Physisches Gold Duck! Das Spiel will mich umbringen. Das Spiel will mich umbringen! Na klar, kommst du aus dem Waterpools. Also, diese Prediction Skills hier in diesem Game, das ist auch echt eine Klasse für sich. Bist du Psycho-Ente oder bist du Ente-Ente? Ah, was soll's. Cut. Das soll dich töten. Jawoll! Da haben wir den Inder zerstört. Und der hat mich fast zerstört, ey. Unser China-Nudel ist doch nicht so geil. Gegen Anti-Susaur kommt sie auf jeden Fall nicht an. Das ist nicht ganz so krass. Wir brauchen was zu trinken mal. Ein bisschen Milch, Leute. Ein bisschen Milch für die China-Nudeln. Yam, yam. Das schmeckt mir. Hat sich das gelohnt? Die kann man irgendwie auf eine Insel oder so rauf. Da ist noch eine. Aber da kommt man auch nicht hin. Wahrscheinlich nein. Da ist auch ein Strudel. Kommt man zu keiner fucking Strudelinsel hier! Schon vorher. Und die Pokémon regen mich auf. Ich werde kurz einen Cut machen und gucken, ob man hier irgendwo hin kann. Weil ich habe keinen Bock, hier die ganze Zeit zu suchen. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Und ja, es gab nichts in den Strudelinseln. Ich habe da alles abgesucht, habe gegen mehrere Trainer noch gekämpft und. Aber nichts! Und das ist die Route hier. Und zwar ist das Route 46? Tatsächlich? Okay, und zwar haben wir hier noch kein Pokémon. Ich glaube, der will sogar noch kämpfen gegen uns, oder nicht? Wusste ich gar nicht. Egal, auf jeden Fall haben wir noch kein Pokémon gefangen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ein Radfratz, Leute. Was gibt's Besseres? Level 4! Radfratz. Das werden wir wohl immer catchen, ne? Also, das werden wir eben catchen hier mit einem Great Ball. Ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir auch so eine kleine Handjagd. So, Hand vor Entereikus Suicune. Wäre auch ganz witzig. Kann man vielleicht mal machen so. Ich kann aber gucken, wo die
wo die Dogs sind, die Big Dogs, oder eher gesagt Katzen, ja Katzen. Da kann man ja vielleicht mal ein sehen, ein fangen, was auch immer. So, wir haben mal Radfratz gefangen, wir können mal gucken kurz. Pokédex. Ah ne, sind ja auf der Karte drauf, auf dem Pokégear, ne? Ja, genau. Wir versuchen mal einen zu catchen. Das ist eigentlich relativ einfach, wenn man das so sieht. Geodude, du kannst doch shiny sein, aber bist du ein Gold? Ich glaube, ich hatte schon mal so ein goldenes Geodude irgendwo gesehen, deswegen weiß ich das. Aber egal, Leute, wir haben einen neuen Encounter, das heißt, wir sind sehr, sehr merkwürdig. Wir sind sehr, sehr merkwürdig. So, Pokégear. Hier ist leider keiner, aber jetzt vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, es ist alles nur Zufall, ne? Ja, es ist alles nur Zufall. Wir können ja mal probieren, so links, rechts. Wir haben ja gar ein bisschen Zeit. Okay, es passiert absolut nichts. Das ist echt ein bisschen sad. Es passiert absolut nichts. Okay, dann fliegen wir weg. Und zwar können wir jetzt wieder zur Leuchtturmstadt fliegen. Und zwar ist das hier nach Oliviana City. Denn dort geht es weiter, Leute. Dort geht es weiter. So. Bam, bam, bam. Und Pokégear. Oh, wir könnten Raikou bekommen, wenn wir ganz, ganz coole Boys sind und uns hier nach oben bewegen. Ich hoffe, jetzt kommt kein Rivalenkampf oder sowas. Dankeschön. Ich dachte, es kommt aus der Arena rausgesteppt und meint so, ey, yo, lass uns kämpfen, Buddy. Aber nee, lass mal lieber. Nee, Raikou geht in die andere Richtung. Er hat gar keinen Bock auf uns. Von daher lassen wir das dann. Ich will es doch einfach probieren. Ich will es einfach probieren. Ich provoziere es gerade so ein bisschen. Aber egal. Na, haben wir nicht. Egal. So, ich bin wieder da. Ich habe ein bisschen hier mit Entei, Raikou, Suicune gespielt und es hat nichts gebracht. Und ich sehe gerade, dass die Kämpfe zu hoch ist. Sonst sieht meine geile Frisur, die sieht heute wieder richtig am Flieg aus. Also ich bin heute überhaupt nicht stolz auf meine Frise. Aber egal. So, was mache ich hier für Tabs auf? So, da haben wir den richtigen Tab. So, Leute, wir haben ein Pokémon und das werden wir jetzt mal eben zu einem Twitter-Ei machen. Ja, zu einem Twitter-Ei. Habe ich mir gerade so überlegt. Lyra ruft an, will schon wieder irgendwie lyrisch überlegen sein, das werden wir aber nicht so machen. Von daher suchen wir uns eine Box aus. Ich nehme wir denn? Wir nehmen einfach mal, komm, wir nehmen die hier. Nehmen wir zwei da. Doch, die nehmen wir, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder, Leute, und gewonnen hat dieser Kommentar hier von Freeze. Genau, Freeze, und zwar 23 soll ich nehmen. Und dann nehmen wir mal ein Nummer 23, würde ich sagen. Von daher, das sind 30 Eier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 7, 7. Was habe ich getan? Hä? Warum drücke ich denn B? Wie doof bin ich denn, bitteschön? Was mache ich gerade? Egal. Wir nehmen das Ei Nummer 23. Das sind 6 Eier. Von daher nehmen wir hier das 7. Und tauschen das aus gegen das Radfratz. So. Leute, dieses Ei muss uns retten, denn dieses Ei, ja, könnte uns helfen in der Arena. Es ist wieder eine Arena mit 6 Pokémon, wir haben, wenn nur 4 Pokémon, ihr merkt es vielleicht, ne? Da fehlt irgendwas. Und daher steigen wir auf unser Bicycle, fahren los und hoffen einfach mal, dass das klappen wird, Leute. Dass das klappen wird. Ich bin, ja, gespannt. Stuhle? Irgendwie so? Kann es sein? Kann es sein? Stuhle? Nein? So. Stuhle. Ja, das ist richtig. So, Leute, ich werde jetzt kurz pausieren. Ich merke selber, ich bin platt as fuck und will jetzt hier auch eine kurze Pause machen und wir sehen uns gleich. Natürlich, es wurde im Jahr 2000 gemacht. Moves sitzen jetzt nicht ganz so geil, neutrales Wesen, ja. Wir sehen uns nachher wieder. Oder gleich. Hi Leute, ich bin nochmal hier zum Abschluss. Ja, ich wollte einfach mich, ja, erstmal verabschieden, weil ich habe es leider nicht mehr geschafft, jetzt den Part noch weiterzuführen. Ich habe geschlafen, war total kaputt und müde, habe es heute einfach nicht hingekriegt, noch mehr aufzunehmen. Und ich habe mir einfach gedacht, bevor ich jetzt einfach stumpfsinnig weiterlevel, könnt ihr in den Kommentaren entscheiden, zu was Evoli werden soll. Soll ich Evoli jetzt noch großartig entwickeln vorher oder
Was habt ihr euch gedacht? Ihr könnt entscheiden, was aus Evoli werden soll. Der Kommentar mit dem meisten Daumen nach oben. Entscheidet das, Leute. Ob es jetzt Nachtara, Aquana, Flamara, Blitzer, was auch immer werden wird. Deswegen, Leute, ich hoffe, ihr nehmt das nicht ganz so schlimm heute, dass heute kein großartiger Part kam. Morgen gibt es ein klasse TCG-Video, damit bin ich auch schon fertig. Und ja, ich hoffe, es geht einfach jetzt wieder bergauf mit der Eglog. Von daher wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Macht's gut, bis nächstes Mal und ciao.